zu einer weiteren Folge Real Farming. Aua. LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. Jürgen, wird es heute noch was? Weiß ich nicht. Ich glaube morgen. Lass mich mal rein hier. Gerne. Ist halt doch so, ja? Wenn du das oft genug machst, dann geht's besser. Ja, mit den Verfluchten, ne? Guck mal, ob ihr den. Achso, da stehen ja noch welche. Können wir bestimmt noch eine drauf packen, oder? Eine Reihe. Oben drauf. Ja. Kriegen wir auch hin. Ich hab ja einen Schwertransportschein. Dem her. Oder macht es doch. Ja, Mann. Bisschen schneller. Mal die Polente, ne? Ja, das erste Mal, ey, und dann kommen die ja auch noch zu zweit. Ich wusste gar nicht, dass der Neumann für den Zoll arbeitet. Schreibt dem Müller doch einfach eine SMS, vielleicht schreibt er dir das noch schnell. Er hat doch eh nichts mehr zu verlieren. Uppala. Dann setzt wenigstens dem seine Unterschrift runter. Was ist denn hier los? Ich glaub, die ist einbetoniert. Jetzt kommt sie, glaube ich. Geile Wippe. Bisschen schwer die Palette. Wenn du die verkaufst, die Wippe, ich glaube, die lässt sich gut versteigern. Ja, jetzt wird es halt ein bisschen komplizierter ranzukommen, ne? Wieso ist der? Scheiß Dreck dann. €500 Blechen. Warte mal, ich muss mal telefonieren. Klingelingeling, klingelingeling. Diesel. Ja. Jo, waren die Flitzpiepen von der Polente schon bei euch? Nö, warum? Ja, die waren vorhin bei mir. Wir wollten Oha. Die Papiere für die Genossenschaft sehen. Wegen der Anmeldung. Was? Die sagen, Papiere, die Genossenschaft ist nicht angemeldet. Hey, das haben wir doch an Weihnachten bekannt gegeben. Ja, bekannt gegeben, aber eingetragen ist sie immer noch nicht. Da haben sie schon recht. Aber wenn die zu euch kommen, die ist beantragt worden beim Lukas Müller. Die Papiere sind bei ihm eingereicht, die müssen bei dem irgendwo liegen. Nur wo ist gerade die gute Frage, ne? Ist mir egal. Hab ich auch noch nicht gemacht. Mach die Papiere nachher fertig. Okay. Wäre halt gut, wenn sie die gleiche Aussage treffen, wisst ihr? Ja. Ja. Komm. Gut, dann bis gut. Später. Bis später. Was macht ihr gerade? Stefan will Wolle verkaufen und Schafsmilch, damit er sich die Weberei holen kann. Obwohl, da würde ich sagen, sollte er lieber noch ein bisschen mit warten und das Geld, was er jetzt dadurch verdient, in Kreditrückzahlung stecken. Für Sowin könnte ich jetzt mehr produzieren, somit bekomme ich mehr Umsatz. Ja, er guckt halt, dass er ordentlich Kohle kriegt. Ja, deswegen wollte ich mir jetzt die Weberei holen und da brauche ich aber noch von dir, Folge, noch ein paar Paletten. Das wäre schwer, Paletten. Ich habe alle verkauft. Ich muss auch sowieso erstmal wieder darauf warten, dass ich Nägel kriege. Ja, sobald man wieder welche hast, bräuchte ich da mal ein paar. Jo, das kriegen wir hin. So. Gut, bis dann mal. Gut, ciao, ciao. Stefan. Scheiß Paletten hier, ey.
Och ja. Nee, also ganz ehrlich, das Problem bei den Paletten ist unter anderem, dass die Kollision nicht richtig passt. Deshalb gibt es hier auch gelegentlich mal so komische Problemchen. So, ich hoffe nur, dass er die da oben noch sichern kann. Schon wieder eine so tief. Was macht denn der? Telefoniert er hier? Okay, geht. Volker? Hm? Hast du Bretterpaletten? 2 Stück. 2? Ja, was würden die kosten denn? Ja. Kaufe ich eigentlich nicht. Mach nochmal lose, den vorderen. Ja, wir bräuchten 2 für die Metallbude. Wie gesagt, eigentlich verkaufe ich den nicht. Da sind mir die Preise schwer zu berechnen. Kommt immer drauf an, was für Holz da drin ist, weißt du? Mhm. 10.000. Die 2 Paletten. Ja, ist ein Haufen Holz. Mhm. Und 160. Ne, warte mal, was ist das? 1,6 Tonnen, so. Oder so. Willst du die auch gleich mitnehmen? Hm? Pass auf, ich gebe dir 2.000 für die Paletten. Für 2 Stück. Dann nehme ich dir direkt mit. Nee, sorry. Ah, warte mal. Das lohnt sich nicht. Hallo. Stefan Müller hier. Hi. Ich bräuchte, wenn das geht, gerade deinen Palettenwagen. Den hast du dabei. Den hab ich dabei. Ja, du hast doch die den Ding geholt, oder nicht? Den Anhänger. Den Anhänger. Ja, da kannst du die Nordwände runter machen. Stimmt, ja. So. Ja, ich hol den jetzt noch ab. Ach, seid ihr fertig mit Ernte? Nein, ich muss schnell meine Paletten machen, weil die Schafe gerade legen darüber. Achso. Ja, dann. Gut, bis denn. Alter, diese Palette, die nervt mich. Oh, ich hab sie. Der will 2.000 Euro für
Ja, und? Wir nehmen 10.000. 10.000. Wisst ihr, das ist halt qualitativ hochwertiges Holz, sorry, aber. Ganz vorne können sie neu machen. So. Nur dann lade ich dir die zwei kleiner auf. Ja, ich komm gleich nochmal wieder, ne? Da passt ja nichts mehr drauf, da fehlen ja noch ein paar. Ja, ja, aber warte, die zwei Bretterpaletten krieg ich noch drauf. Ja? Ja, ja. Du hast ja gesagt, dir ist es egal, wie die geladen sind. So, ich würde mal sagen, der Anhänger oder die zwei Anhänger, die sind voll. Und also wenn ich der Polizist wäre, ich würde irgendwo an der Straße eben warten, ey, bis der kommt. So. Jo, warte, schieb dir noch gerade die 10.000 rüber, oder? So, hier. Danke, dann kann ich gleich die 500 bezahlen. Yeah. Ich bin nochmal los, ich komm gleich wieder, ne? Die Paletten komme ich noch holen. Wie viel hast du denn jetzt drauf? Warte mal, 5, 30. 30 Stück? Ja. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 30. Gut, dann viel Spaß, lass sie nicht erwischen. Naja. Ja. Gut, liebe Leute, das war's. Bamm den einfach weg. Mach das. Das war's von der heutigen Folge Real Farming. Alles 19 meets Reality. Schaut gerne morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.